We are sorry, but all our Sendeplätze are currently reserved. The next free Sendeplatz will be reserved for you. Please do not turn off. Hallo und herzlich willkommen beim R3S Videokanal. Leider sind derzeit alle unsere Sendeplätze belegt. Der nächste freie Sendeplatz ist aber für Sie reserviert. Bitte schalten Sie nicht ab. Hello and welcome to the R3S Videokanal. We are sorry, but all our Sendeplätze are currently... So, ich habe auch noch Mikrofon. So, wir haben ein bisschen umgebaut, umgeräumt und auch das Problem mit dem Lösen erkannt. Es war, ich gebe ehrlich zu, es war ein bisschen fehlender Strom hier auf der Bühne. Passiert, ich hoffe jetzt langsam wird das Wasser warm. Ja. Sollte man übrigens bitte nicht nachmachen, nicht den Finger in ein Wasser reintun, um zu testen, ob es warm ist. Das mache ich nur, weil ich nebenbei eine sehr gute Hausfrau bin und das zu häufig mache. Wir bauen nämlich jetzt Flummi-Planeten. Weil man sagt mir immer nach, ich bin flummihaft unterwegs. Deswegen man mir gesagt hat, ich soll mal versuchen, Flummis zu bauen. Jeder kennt sie aus seiner Jugend. Flummis, das sind die Sachen, die man so schön werfen kann, wieder hochspringen. Wie das im Hintergrund funktioniert, gibt es eine schöne Sendung mit der Mausfolge, die ich dazu empfehlen werde. Zusammengefasst, ein Flummi funktioniert, es ist halt eben ein flexibles Gummi, was zurück in seine Form will, weswegen es, wenn es auffällt, ein bisschen unten flach wird und wenn es sich dann wieder zurück in ihre Form drängen will, halt eben abstößt und wieder hochkommt. Der Rest ist Kraft der Haltung und da wird ein Physiker euch erklären. Was sehr schön ist bei diesen Experimentierkästen, hier steht immer eine Altersempfehlung drauf. Man kann es auch als Kongressjahreempfehlung nehmen. Dieses Set ist natürlich jetzt perfekt für mich geeignet. Ich habe die 8 Jahre Kongress, wenn er nicht gerade remote stattfindet, voll. An den 12 Jahren arbeite ich noch. Hier ist auch eine sehr schöne Anleitung dabei. Ich zeige sie nur gerade ganz grob. Aus dem ähnlichen Grund. Und jeweils 2 schöne Halbkugeln, Halbschalen. Also 2 Set Halbschalen, einmal in Neongrün und einmal Orange. Eine Petrischale. Ein bisschen sehr buntes Granulat, zu dem ich gleich auch noch Eigenschaften herausgesucht habe. 2 kleine Behälter, eine Pimpette und das war's auch schon. Dann verpackt man das weg, dann hat man ein bisschen Zeit. So, wir haben hier buntes Granulat in vielen schönen Farben. Für alle, die jetzt immer noch live zugucken, oder hinterher im Stream, ich möchte beichten, ich hatte nie in meiner Jugend Experimentierkästen. Für mich ist das hier Neuland. Wie für andere Leute, die IT Neuland ist, sei es Politiker, sei es deren Großeltern, ist das hier für mich Neuland. Also entdecke ich das genauso. Dies hier ist ein süßes kleines Pulver. Es steht auch nur nichts in einer Sprache drauf, die ich spreche, doch hier. Nur, dass es Kristallkörnchen sind und dass man es nicht einnehmen soll, Augen- und Mundkontakt vermeiden und nur in Verbindung mit Anleitung verwenden. Drin ist Polyvinylalkohol, Prolylenglykol, E219 und Farbe. Zum E219, dahinter verbirgt sich Natrium-4-Methoxy-Carbonyl-Phenolat. Phenolat, ja. Also ein Wort, was ich nicht aussprechen werde, noch einmal. Es ist mit der Summenformel C8H7NaO3, also wir haben 8 Kohlenstoffatome, die quasi kettenförmig angeordnet sind, 7 Wasserstoffatome, ein Atom und 3 Sauerstoffatome. Wie man am Namen herleiten kann, ist das halt eben eine Carbonkette mit einer Methoxygruppe, das heißt, man hat irgendwo eine OH-Verbindung dran, wie auch bei einem normalen, beim normalen Alkoholatom. Und eine Notiz kann ich gerade nicht lesen. Ich werde sie noch nachreichen, wenn das Experiment funktioniert hat. Also laut Anleitung soll man in ein Tütchen öffnen, es in dieses Förmchen stecken, was man vorher einmal zusammenbauen soll. Wir bauen also erstmal hier das Förmchen zusammen, bevor wir hier gleich ganz viele offene Farben auf dem Tisch rumflitschen haben. Nehmen das nächste Förmchen. Jetzt kocht auch das Wasser. Da hier aber nur drin steht, warmes Wasser nehmen, sorge ich mal dafür, dass es nicht mehr kocht. Fange mal mit meiner absoluten Lieblingsfarbe an, nämlich dieses wunderschöne Rot. Ich sortiere erstmal kurz die Farben. Werde mit diesem schönen Roten hier anfangen. Und wenn man schön die Bühne aufräumt, damit man das nächste Experiment starten kann, ist immer gut, wenn die Schere nicht mehr da ist. Habe hier den Beutel geöffnet. Werde mir jetzt sicherheitshalber Handschuhe anziehen, weil dieser zweite Stoff, der da drin ist, ist das Polyvinylalkohol. Das ist auch zu 95 oder irgendwie 94% des Stoffes ist ein Polyvinylalkohol. Das ist C2H4O, das heißt, man hat zwei Kohlenstoffatome, 4 Sauerstoffatome und ein Sauerstoffatom. Wie man an einem Wort Alkohol erkennen kann, ist das einfach eine Kette von Kohlenstoffatomen mit einer OH-Gruppe dran. Hätte ich Papier, würde ich es aufzeichnen können. Und die Toxizität davon ist deutlich geringer als die von der eben benannten Flüssigkeit. Sie beträgt 14.700 Milligramm pro Kilogramm. Zumindest bei Mäusen wurde die Toxizität so festgestellt. An Menschen hat man daran noch keine Experimente gemacht, zum Glück. Und ist ein thermoplastischer Kunststoff. Thermoplastische Kunststoffe kennt man auch aus Trinkflaschen. Mehrweg-Trinkflaschen sind auch thermoplastische Kunststoffe. Meistens. Hier steht, ich soll es ein bisschen Granulat reinfüllen. Und ich werde einen zweifarbigen Flummi probieren und einen dreifarbigen. Hier fange ich mit Rot an, weil ich eben auch das Rot weggelassen habe. Noch ein bisschen. In der Anleitung steht auch, man soll regelmäßig gucken, dass es gleichmäßig voll wird. Also schütteln, damit Luftbläschen nach oben gehen. Ich lege das hier gerade sauber weg. Weil wenn sich Luft bildet, haben wir die Luft hinter im Flummi und das möchte man nicht. Und ich werde mir ein blaues nehmen, weil Rot-Blau immer eine sehr schöne Kombi ist. Also das kann sich auch jeder, wenn er sich einen Experimentierkasten hat, zu Hause farblich so machen, wie man es will. Aber gucken wir uns das hier mal an. Jetzt fülle ich das mit Blau bis oben hin auf. Laut Anleitung gibt es da auch eine Markierung für. Das, was gerade passiert ist, das ist der Grund, warum man immer mit Unterlage sowas machen sollte, damit der heimische Küchentisch oder die gute weiße Tischdecke, die drunter liegt, nicht hinterher farblich So. Je mehr man klopft, je mehr passt da noch rein. Noch ein bisschen. Ich habe das gerade bis fast oben hin gefüllt. Jetzt ist es definitiv bis oben. Ich werde hier jetzt in diesem beiliegenden Becher gerade kurz destilliertes Wasser reintun. Man kann das auch mit normalem Wasser machen, aber da ich nicht weiß, mit was sich genau das Granulat verbindet, nehme ich dafür jetzt destilliertes. Und werde das Wasser kurz erwärmen. Mache auch schon mal den zweiten Becher fertig, damit ich beide Flummis gleich fertig habe. Wie kriegt man warmes Wasser? Man stellt es in ein Bad mit kochendem Wasser. So, und dann ist der hier schon mal fertig. Den werde ich dann gleich eintunken. Und werde dazu, was passt denn gut zu Blau? Dieses wunderbare Gelb nehmen. Ganz vorsichtig die Packung öffnen. Das hier reinkippen. Wenn man es nicht ganz bis oben hin voll macht, kann man auch noch eine dritte Farbe reintun. Ich bleibe jetzt bei meinem Rot, weil die Verpackung einfach schon geöffnet ist. So, jetzt habe ich die ersten 2,5 Schritte vorbereitet, falls das Experiment nicht klappen sollte. So. Das Wasser hier müsste jetzt warm sein. Ich lese mal kurz noch weiter durch. Ich kann auch gleich laut vorlesen. Das Wasser muss warm sein und die Förmchen wurden gefüllt, wie es hier drin steht. Für warmes Wasser in den beiliegenden Becher. Das habe ich gerade getan. Nun die Ballonform in das Wasser tauchen. Sie muss komplett untergetaucht sein. Ein bisschen den Flummi darin schwanken. Ich fange jetzt mal mit dem an. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe das Glas ein bisschen zu voll gemacht. Ist gut warm. So. Ein bisschen schwanken. Und dann soll man das im Wasser ziehen lassen. 2 Minuten. Währenddessen mache ich den anderen hier. Ich auch ein bisschen zu viel Wasser habe. Tu ihn rein. Schwenke ihn ein bisschen. Mach ihn zu. Wir lassen das jetzt mal 2 Minuten stehen. Das sind so 120 Sekunden. Währenddessen erkläre ich noch das dritte Experiment, was dabei ist. Es heißt der Saturnring. Hier. Sieht man das gerade besser? Da kippt man das Granulat hier randförmig rein. Soll es mit einer Pinpette, mit warmem Wasser aus einer Pinpette beträufeln und ein paar Stunden warten lassen. Da ich gerade noch Pulver übrig habe, können wir das ja direkt mal ausprobieren. Vielleicht ist das ein sehr breiter Ring am Ende. Und das Ergebnis dieses Experiments, weil hier drin steht, man muss 2-3 Stunden trocknen lassen, würde ich dann auch morgen präsentieren. Als Spoiler-Hinweis, morgen gibt es auch noch andere Experimente. Man nimmt ganz vorsichtig, man drückt erst die Pimpette zusammen, zieht vorsichtig das Wasser hoch. Das Wasser wird aufgesaugt anhand des Unterdruckes, der in der Pimpette entsteht. Und so kann man das hochprofessionell vor der Kamera beträufeln. Man kann auch mit einer Pimpette super Luftblasen im Wasser erzeugen. Das Schöne ist immer in solchen Anleitungen, es steht nicht wirklich drin, was sie mit Beträufeln meinen. Die ersten Pimpetten waren aus Glas. Die ersten Pimpetten waren aus Glas. Die hatten dann oben so einen Gummistöpsel drauf, wie so ein ganz kleiner Luftballon, den man dann einfach gedrückt hat und das Wasser hochgezogen werden ist. Hier in den Sets ist natürlich nur eine Plastikpimpette dabei, weil das Set ist für Kinder und Glaspimpetten sind halt eben doch ein sehr zerbrechliches Gut. Natürlich würde man in professioneller Chemie Glaspimpetten verwenden, einfach aus dem Grund, dass hier ist Plastik. Wir arbeiten unter anderem mit Plastik. Und das führt natürlich im Zweifelsfall auch zu Reaktionen, besonders wenn man in solchen Pimpetten was anderes tut als Wasser. Wenn man zum Beispiel mit so einer Pimpette Säure oder Corona-Proben damit hantiert, ist halt eben nicht so gut zu reinigen. Die Säure kann das Plastik angreifen. Deswegen nimmt man in der professionellen Chemie meistens Glas. Das hier lasse ich jetzt auch stehen. Dieses Experiment muss 2 Stunden trocknen. Das hier stand jetzt 2 Minuten im Wasser. Danach soll man es rausholen und 3 Minuten ruhig stehen lassen. Die können wir auch noch abwarten, die 3 Minuten. Die beiden Wasser kippe ich wie immer in mein Altwasserglas. Lasse die verkehrt rum stehen. Die muss ich auch nicht unbedingt großartig reinigen, weil wenn, dann kommen Substanzen in die Gläser. Da war jetzt destilliertes Wasser drin, also kein dreckiges Wasser. Und außen kommt normalerweise keine Chemie rein. Ganz wichtig, Herdplatte ausschalten. Ich bin gerade so neugierig, das zu öffnen, dass ich auch schon mal meine Handschuhe ausziehe, weil wenn hinterher fertige Flummis sind, muss ich nicht mehr Handschuhe tragen. Wir wissen, ob das geklappt hat. Ich will wissen, ob es geklappt hat. Ich bin gerade wie ein Kleinkind. Packe aber schon mal ein bisschen ordentlich. Gucke gerade mein Kamerateam, was mich hier ordentlich unterstützt, an, wo ich gleich den Flummi hier auf der Bühne darf springen lassen, wenn er läuft. Ohne Technik, die hier rundherum steht. Zu zerstören oder so. weil ich hole das jetzt ganz vorsichtig hier raus. Es ist noch ein bisschen klebrig, aber man sieht schön meine drei Farben. Der ist hart. Man sieht jetzt einen leicht klebrigen Ball. Jetzt gerade bereue ich es, meine Handschuhe ausgezogen zu haben. Also, er scheint schon mal ein bisschen zu springen. Ich lasse ihn aber gerade noch eine Minute liegen, weil der ist am Rand wirklich noch sehr klebrig. Deswegen mache ich jetzt mal vorsichtig den zweiten auf. Ich bin sehr fasziniert davon, weil es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein ganz komisches Bonbon. So, man sollte, glaube ich, nicht zu doll drücken. Das kann man meinen Flummi zumindest gut hinstellen. Ich mache mal kurz meine Hände sauber. Aber ich warte gerade auf das Zeichen aus der Regie. Für alle, die am Stream gerade gucken, worauf ich warte, das ist das Zeichen aus der Regie. Der hat schon mal schön gehüpft. Also, das Experiment ist geglückt. Das macht richtig viel Spaß. Und er hüpft selber in seiner Hülle wieder. Sehr schön, wie man aus ein bisschen Plastik neues Plastik erstellt. Also gummiartiges Plastik. Der zweite hat auch seinen Test bestanden und damit sind wir hier fertig.